Ja, hallo, wir sind hier zu Gast bei der DEKRA in Göttingen. Der Niederlassungsleiter, Herr Diplom-Ingenieur Robert Münch, hat uns Zeit gewährt. Und ja, was kann man hier bei der DEKRA in Göttingen bekommen? Willkommen. Also erstmal vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, zur DEKRA. Wir beschäftigen uns natürlich mit Fahrzeugen, wie heute zum Beispiel, mit dieser super Idee, dass wir hier ein schönes altes Auto historisch machen wollen. Ansonsten gucken wir nach Technik, wenn ein Auto Schaden irgendwo auftritt, gucken wir, wie hoch die Schadenshöhe ist. Und wir prüfen zum Beispiel auch Aufzüge, Druckbehälter, alles, was zu prüfen ist, und das ist sehr viel. Gut, also wenn ein Auto hat, wenn ein H-Kennzeichen möchte, kann hierher kommen, nach Göttingen zur DEKRA. Welche, da kommt immer noch mal die Frage, die HU-Untersuchung, die wird immer neu gemacht bei einer H-Abnahme, also egal, ob die jetzt ein Jahr alt ist, drei Monate, zwei Jahre, wird immer generell neu gemacht? Genau, wird immer generell neu gemacht, muss zusammengehören, weil diese als historisches Fahrzeug die Technik nicht benötigt, dass die Technik vorsprachlich ist und eben, dass das Fahrzeug dann auch ist. Ja, okay, wir lassen dann mal Herrn Münch walten und begleiten ihn ein bisschen mit der Kamera, wenn wir dürfen, und dann gucken wir, was am Ende bei rauskommt. Vielen Dank erstmal und bis nachher. Tschüss!
zentrische Bremsen, die Räderreifen. Von außen kann man auch immer schon die Achsaufhängung ein wenig sehen. Es gibt natürlich bei so Fahrzeugen, die schon über 30 Jahre sind, nach Rost, was damals kein unbekanntes Phänomen war. Das mache ich natürlich einmal herum. Gerade der Rost, der Korrosion kann sich überall verstecken. Und hat auch jedes Fahrzeug seine Eigenheiten. Reifengröße könnte man jetzt. Vorab hatte ich schon geguckt, wie in der Felge, ob diese Felge schon früher gab. Weil Anbauteile müssen in der Zeit 10 Jahre nach Erstzulassung des Fahrzeugs erhältlich gewesen sein. Also man kann kein historisches Fahrzeug mit einem niegelnagelneuen Fahrwerk oder niegelnagelneuen Felgen fahren. Das muss schon alles so zusammenpassen. Man sagt immer, Fahrzeug 30 Jahre alt, Zubehörteile mindestens 20 Jahre alt. Da ist der Gesetzgeber schon einem entgegengekommen. Hier wieder das Gleiche. Räderreifen. Achserfängung, Antriebsteile, Stoßdämpfer. Sieht aber alles noch sehr gut aus. So ein bisschen Patina dürfen Fahrzeuge haben. Aber über allem steht das, dass es ein erhaltenswerter Zustand ist. Hier sieht man schon, daran wurde ein bisschen was gemacht. Bremsleitungen wurden gefettet, neue Bremsschläuche wurden gemacht. Wurde alles auch ein bisschen eingesprüht, gangbar gemacht. Der Motor ist schön trocken, Getriebe ist trocken, kein Tropfen dran. Ein bisschen schwitzen, sagt man beim Surfen, gerade ältere Motoren. Da macht man dann schon kleinere Zugeständnisse, was bei neueren Autos natürlich nicht der Fall ist. Die Schwelle gucken wir gleich noch von innen. Das sieht soweit eigentlich noch sehr gut aus. Die Auspuffanlage ist auch schon, gab es auch zu dieser Zeit schon. Da wurden Nachweise mitgeliefert, dass wir nicht erst gucken mussten. Weil bei uns dauert es ein bisschen länger. Aber diese Cabrios sind eigentlich nicht bekannt dafür, dass sie sehr stark rosten. Ganz im Gegenteil, im Satz zu den Serien Golf 1 ohne Cabrio. Die hatten noch schon massiv Probleme mit Korrosion. Aber es sieht ja auch noch alles sehr gut aus. Alles dicht, kein Ansatz, alles gut. Okay. Dann müssen wir nur die Papiere fertig machen und dann war es das auch schon. Ja, wir sind durch. Hat es geklappt, Herr Münz? Ja, alles soweit in Ordnung. Die Nachweise, die sie erbringen mussten, haben sie erbracht. Technisch ist der Wagen in einem freien Zustand. Also steht dem H-Kennzeichen nichts im Wege. Ja, vielen Dank, dass Sie so spontan bereit waren, der Chef persönlich. Und ich kann es nur empfehlen,
alles sehr sauber, ordentlich hier, ein neuestes Gerät. Ich war erstaunt, Sie machen das schon per App im Auto oder wie, wird gar nicht mehr viel aufgeschrieben, wir haben alles digitalisiert. Ja, sehr schön, also wenn jemand hier braucht, TÜV, H-Kennzeichen, DEKRA, Göttingen ist für mich ein guter Standpunkt. Und ja, dann vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Gewohntes Bild. Moin Moin. Stefan, danke, dass du mal wieder vorbeigeschaut hast. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier dabei sein darf. Genau. So, du hast das Auto ein paar Folgen vorher gesehen, als wir ihn gekauft haben. Wir haben uns das vorher angeschaut, wie der Ist-Zustand war. Genau, dann hast du gesagt, was gemacht werden muss. Und was man machen kann. Ja. So, und das wurde ja eigentlich alles umgesetzt. Und man sieht ja auch die Veränderung. Und es ist für mich immer noch ein schönes Auto. Also es steht immer noch gut da. Und wie gesagt, die kleinen WWchen, die er halt hatte, die sind jetzt halt behoben. Das ist wichtig. Und jetzt machen wir quasi wieder ein Wertgutachten, was auch für den Gewinner wieder gut ist, weil er sich darum nicht mehr kümmern muss. Das heißt, ihr habt jetzt ja schon eine neue HU drauf gemacht. Ihr habt die Haarabnahme drauf gemacht, dass es ein historisches Fahrzeug ist. Das ist jetzt bei dem Auto von der Steuer her nicht so der Burner. Aber die Versicherung wird halt ein bisschen günstiger, ne? Ja. Und, also zu dem H-Kennzeichen einmal, ja, also wir sind froh, dass wir eins gekriegt haben, freuen uns darüber. Das ist ja die Folge vorher gewesen bei der DEKRA. Und hier ist noch eine kleine Spinne, die wollen wir nicht mit verlosen. So. Und wir haben das gemacht, um auch einmal einfach ein Video zu haben, zu zeigen, wie ist eigentlich der Ablauf, worauf achtet der H-Kennzeichen-Gutachter oder Abnehmer. Und genau, wir wollten ganz gerne mal diese Informationen einfach machen. Und bei der DEKRA, die waren so super, der hat sich komplett filmen lassen, was ja auch nicht immer der Fall ist. Das war super. Hat das ein bisschen kommentiert, worauf es ankommt, was wichtig ist, was man vernachlässigen kann und so weiter. Also zum Beispiel so die Felgen, die dürfen 20 Jahre alt sein. Also das Auto muss 30 sein, als Beispiel. Mhm. Und er sagte, die Felgen oder Anbauteile dürfen eben da haben wir 10 Jahre. Genau, da haben wir in der ersten Folge ja schon drüber gesprochen. Haben wir schon drüber gesprochen. Also da dürfte normalerweise, tief, breit, das kleine Lenkrad, was drin war, hätten wir auch eine Haarabnahme mitgekriegt, weil die Sachen dürfen halt nach Baujahr bis zu 10 Jahren. Genau. Alles, was es da gab, darf verbaut werden und dann kriegt man trotzdem ein historisches Kennzeichen. Gerade bei Motoren ist das wichtig. Ja, okay. Ne, wenn man einen größeren reinbaut oder aus einem Passat oder sowas, dann muss es halt maximal in den 10 Jahren sein, sonst gibt es definitiv kein Haar. Bei Felgen, Fahrwerk ist das ähnlich. Genau, und das, das erfüllt er eben alles. Ne? Das Lenkrad haben wir eingebaut, wir haben abstimmen lassen. Also wir haben ja einmal abstimmen lassen, sollen wir diese weiß-rote, also weiß-bordeaux-farbene Innenausstattung, sollen wir die aufbauen? Gelungene Innenausstattung. Oder sollen wir die aufbereiten oder sollen wir uns um was Neues kümmern? Und da war ganz eindeutig schwarz, außen weiß, innen schwarz, das ist schön. Ja. Das haben wir gemacht und ich persönlich finde ihn auch, der sieht jetzt Hammer aus. Also schön traditionell. Es ist wie beim BMW. Es hat sich halt wieder rentiert. Ne? Also hier wird ja nichts gemacht, wo wir irgendwie Geld verbrennen, was nichts bringt, sondern wir sehen ja auch die Erfolge. Ne? Und wir haben ja auch nicht, ihr habt ja da nicht wieder eine Note 1 hingestellt. Ne, sondern überrestauriert oder so, sondern der hat noch ein paar kleine Gebrauchsspuren. Das spiegelt sich halt in der Note halt wieder in dem Wertgutachten. Aber das ist immer noch im grünen Bereich. Das ist alles gut. Und da wir jetzt ja auch noch zusätzlich dieses Wertgutachten machen, dadurch, dass das Auto ein H-Kennzeichen hat, kriege ich den ja nur noch versichert, im Regelfall Teil- oder Vollkasko, wenn ich ein Wertgutachten vorliegen habe. Genau. So, und das übernehmt ihr ja quasi auch noch, oder wir. Ja. Und dementsprechend hat der Gewinner, der kann eigentlich direkt am nächsten Tag das Auto anmelden, kann ihn am nächsten Tag direkt versichern und kann damit fahren. Ohne, dass er noch irgendwas machen muss, sich ein Wertgutachten besorgen oder eine Haarabnahme machen muss, sondern das habt ihr ja im Endeffekt schon alles und wir alles schon für ihn erledigt. Das wäre so ein Rundum-Sorglos-Paket. Ne? Und wenn man das Auto, da wiederholen wir uns, wenn wir das Auto so erhalten, wie er jetzt hier steht, wird er auch definitiv nicht weniger wert, sondern eher mehr. Ja, also gerade Golf 1, Cabrio. Auch sogenannte Erdbeerkörbchen. Erdbeerkörbchen, auch mit dem Facelift. Ne? Also das ist ja die zweite Generation, oder wie sagt man, weiß ich nicht. Genau, es gab keinen Golf 2 als Cabriolet, sondern VW hat einfach einen Facelift produziert. Das heißt, es gab die Schwellerleisten, die Verbreiterung, die größeren Stoßfänger.
Das sind so die groben Gimmicks, wo sie was verändert haben. Und dadurch war das das Facelift. Ja, gab es genau. Ja, die zweite Serie. Und danach kam dann irgendwann der Golf 3. Aber den Golf 2 gab es niemals als Cabriolet, sondern es gab nur das Facelift als. Warum, weiß ich auch nicht, aber ist so. Hat VW so gemacht. Kosten sparen oder vielleicht auch. Ich wollte jetzt nicht sagen, es ist billiger. Ja, da muss das Cabrio neu entwickeln. Ne? Von daher ist das so, genau. Aufbereitung haben wir auch gemacht, das Video habt ihr gesehen. Eine 1 bedeutet besser als neu. Werksauslieferung, genau. Ja. Das ist natürlich eine Aufgabe. Es gibt durchaus solche Fahrzeuge, auch hier bei uns. Ich habe Fahrzeuge in meinem Rechner, die sind also definitiv auf jeden Fall neu. Nicht unbedingt besser. Besser heißt, wenn ich einen alten Käfer fahre mit 6 Volt Lichtanlage, der muss halt da stehen, als wenn er gerade vom Band läuft. Und ich baue ihn dann von 6 Volt auf 12 Volt um. Dann ist er besser als neu. Ja. Das wäre eine korrekte 1. Okay, genau. Das hatten wir nicht vor. Nein. Und haben wir auch nicht. Ja. Genau. Und dann, was braucht man, damit man eine 2 kriegt? Gibt es noch mal Abstufungen? Gibt es 2 plus, 2 minus? Es gibt wie in der Schule. Also die Noten sind von 1 bis 5. Und es gibt natürlich eine Plus und eine Minus. Und hier bewege ich mich bei einer 2 minus, denke ich. Ja, also es ist, er ist nicht komplett makellos. Der hat noch so einen kleinen, ne? Also das ist aber pingelig. Ne? Hier noch mal eine kleine Kerbe. So, und deswegen ist es für mich halt eine 2 minus. Aber das ist vertretbar. Also der Gesamteindruck, wir haben ja auch wieder viel neu gemacht. Ja, wir haben gehofft, dass wir eine 2 vorne stehen haben. Ja. Und wenn wir das jetzt von dir bestätigt bekommen, können wir Konfetti, ne? Na, also eine 3 ist normalerweise, man kann mit dem Auto sofort fahren, aber man müsste jetzt doch nochmal was machen. Zeitnah, ne? Ja, hier musst du nichts machen. Und hier müssen wir ja eigentlich nichts machen, weil wir es ja übernommen, also ihr es übernommen habt. Ja. Nein, die Technik ist ja komplett überarbeitet, ist ja genauso abgelaufen wie beim BMW. Ich habe ja eigentlich ein zuverlässiges Auto stehen, wo ich mich erstmal um nichts kümmern muss. Ja. Ja. Genau. Und hier kann man noch Freunde oder Familie mitnehmen, ne? Das ist noch ein echter... Bei dem Z3. Nee. Wird das eng. Aber der hat ja noch nicht das Notsitze, aber der hat ja eine richtige Sitzbank. Also hier sind ja vier Plätze eingetragen. Aber wenn man Porsche oder so, die 924, 944, 911er, die haben ja alle nur Notsitze. Oder ja, ein TT, ne, da darfst du ja auch nur bis, glaube ich, 1,56 Meter darf hinten sitzen, ist eingetragen. Ah, okay. Wegen der Dachschräge. Ja, wusste ich nicht, ja. Da kannst du quasi deine Kinder mitnehmen. Ja. Aber meistens, wenn du Kinder hast, hast du auch kein TT mehr. Ja, da gibt's eine Kausalität, das ist ja tatsächlich so. Genau. Da kommt dann der Sportkombi oder Sportvan dann ins Spiel. Ja. Und hat auch seine Berechtigung und auch seinen Spaß, aber das ist natürlich, ist ein gutes Alltagsauto, finde ich auch. Das Dach ist auch schön dicht, das haben wir auch beim Reinigen festgestellt. Und ja, genau, also du tickerst jetzt das so durch im Prinzip, ne? Genau, wir haben Fotos, das haben wir vorhin schon alles gemacht, bevor wir angefangen haben zu filmen, weil das interessiert im Endeffekt, ist ja langweilig. Ne? Wir wollen ja ein bisschen Spaß, die Leute sollen erfahren, warum wir das hier machen und was wir tun und nicht, wenn ich hier rumrenne mit der Kamera, das ist ja logisch, dass ich rumrenne mit der Kamera. Vorhin haben wir alles dokumentiert und jetzt wird das halt, das Fahrzeug wird benotet und dann wird die Marktbeobachtung ermittelt, das heißt, es gibt Noten wie in der Schule, aber nur 1 bis 5. Und die Marktbeobachtung hat einen gewissen Wert. Das heißt, wenn mein Auto eine Note 2 wäre und das ist 100.000 Euro wert und ich habe vorher dieses Auto als eine 2 beziffert, dann steht halt in meinem Gutachten eine Marktwerte 100.000 und der Wiederbeschaffungswert ist immer ein bisschen höher in der Regel. Aber beide Summen sind keine Summen zum Verkaufen. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass man diesen Preis beim Verkaufen erzielt. Das ist grundsätzlich erstmal für die Versicherung. Also dieses Wertgutachten ist wichtig, um dieses Auto Teil- oder Vollkasko versichern zu können. Ich kriege den nicht Teil- oder Vollkasko versichern, ohne dieses Kurzgutachten. Wie ein Haus, ne? Da gibt's einmal den Verkehrswert und dann gibt es natürlich den Wert, also den man bezahlt bekommt, wenn man sein Haus verkauft. Und so ist es natürlich hier auch. Das ist der Verkehrswert, also die Bewertung des Fahrzeuges eben. Da wird eine Summe festgelegt und wenn man ihn dann verkauft, nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass wie bei dem BMW auch, dass wir einen Gewinner ziehen, der
ihn einfach hegt und pflegt. Einfach braucht, das, einfach ein Auto braucht, den gerne haben möchte. Oder nicht braucht, aber Bock hat. Und ihn wirklich hegt und pflegt, das ist entscheidend. Und hegen und pflegen. Genau. Einfach den Wert und den Zustand so erhalten, dann hat man da wirklich lange Spaß mit. Das ist definitiv so. Das ist auch ein Auto, wo man auch selber noch Kleinigkeiten dran machen kann, weil die Technik noch relativ einfach ist und überschaubar. Und bezahlbar auch. Und das sind die Ersatzteile zum Beispiel, ist alles Einzelteile, auch das hatten wir beim ersten Film schon besprochen. Einzelteile sind, gehen ins Geld, aber die technischen Sachen, Bremsen und sowas, Zahnriemen, das ist alles erschwinglich. Da muss man nicht Millionär für sein oder Großverdiener. Wir haben Geld ausgegeben so für die Spiegelverstellergriffe zum Beispiel oder auch für die Knöpfe und so. Oder hier so vorne so ein paar Zierleisten. Auch der Tankdeckel war verhältnismäßig teuer, also nicht teuer, aber war schon so ein bisschen, und dann wiederum das alles, was wir im Motor gemacht haben, Bremsschläuche neu und Dichtungen und Flüssigkeiten und Bremsen haben wir auch gemacht. Das Standardprogramm. Das war alles, das war alles überschaubar. Ich glaube, wir haben das in irgendeinem Video auch einmal aufgelistet, in der Beschreibung unten, was wir dafür ausgegeben haben. Da war ich positiv überrascht, auch im Vergleich zum Z3, der BMW war... Ja. Das hat mehr gekostet. Ja. Also das war kostenintensiver. Also weit übers Doppelte haben wir da bezahlt für vergleichbare Teile. Ne? Genau, ja. Also das macht das Auto auch nochmal on top attraktiv, finde ich. Also zu viert kann man drin sitzen, günstig in der Versicherung, günstig bei den Steuern. Man kann, auch wenn man kein H-Kennzeichen hat, bekommt man eine grüne Plakette. Also man kann in Städte reinfahren. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, jetzt muss es die weg. Fällt weil jetzt wir ein H-Kennzeichen wird jetzt rausgemacht, weil wir ein H-Kennzeichen haben und du keine Plakette mehr da brauchst, weil du mit dem H-Kennzeichen überall reinfahren darfst. Ja. Also aber wenn jetzt jemand sagt, ich will gar kein H-Kennzeichen, kann er es ja auch wieder zurückdrehen. Ne? Genau. Das ist ja auch möglich. Das muss man dann für sich entscheiden, was da mehr Sinn macht. Wie gesagt, wir wollten einmal zeigen, wie kommt man zu einem H-Kennzeichen, worauf kommt es an. Und die Dekra war so freundlich und hat das eben. Ja. Auch super gut dokumentiert. Okay, so, dann warten wir aufs Gutachten. Ende des Videos wird das dann eingeblendet. Das dauert ja noch mal ein bisschen, bis wir das dann auch in den Händen haben. Ja. Und dann sind wir gespannt. Kaufsumme, was haben wir reingesteckt? Und was sagt das Wertgutachten am Ende aus? Hat sich das gelohnt oder nicht? Aber hat sich das gelohnt, ist auch ein falsches Wort. Gibt manche Autos, da steckt man einfach momentan noch mehr Geld rein, als sie tatsächlich hinterher wert sind. Ja. Aber wir machen das ja aus einer Emotion. Genau. Wir haben ja Bock drauf. Ja, genau. Das darf man nicht vergessen. Also selbst wenn hier der Preis im Gutachten geringer wäre als die Gesamtkosten momentan, die entstanden sind, dann brauche ich halt ein bisschen Ausdauer. Das Auto steigt. So, wenn ich den ein paar Jahre besitze, habe ich es halt aufgeholt. Aber das hat man halt öfters mal, dass wenn man gewisse Autos hat, dass ich so viel Geld investieren muss, dass das teurer war, als das Wertgutachten hinterher es schreibt. Ja. Ich meine, der junge Mann von der Dekra sagte so schön, das ist ja ein Auto, was es verdient hat, erhalten zu bleiben. Genau. Das ist erhaltungswürdig. Ja. Und dann spielt natürlich dieses Verhältnis auch nicht mehr so eine große Rolle, weil das ist ein historisches Fahrzeug, was es verdient hat, auch noch 40 oder 50 oder 60 Jahre alt zu werden. Ja. Und er hat das Potenzial, das zu schaffen. Genau. Und Einzelteile, die es halt so nicht mehr zu kaufen gibt, dafür gibt es halt schon mittlerweile im Netz so viele Gruppen, Golf 1 Cabriolet-Gruppen, die sich gebildet haben auf den ganzen Facebook und was es da alles gibt. Und da hat man dann auch durch solche Gruppen die Kontakte um Teile, die es schwer gibt. Die wissen, wo es das gibt oder haben was nachproduzieren lassen. In den Gruppen steht auch immer, die schreiben halt untereinander, ob das dann, wenn du es da kaufst, ob es auch passt. Ja. Oder ob das halt nicht so schön ist, da kaufst lieber da. Also dann, wenn man da Lust drauf hat, kann man sich in diese Gruppen da halt noch mit einlinken. Und dann ist man eigentlich on top. Ja, da hat man alle Informationen. Standardersatzteile gibt es einfach bei jedem großen Kfz-Teilehändler. Und die Feinheiten, wie zum Beispiel die Dichtung für die Verbreiterungsschwelle hier unten, die kriegst du halt nicht mehr, auch nicht bei VW. Ja. Und da muss man halt wissen, wo kriegt man sie her. Und dafür sind dann solche Gruppen halt ganz toll. Ne? Genau, das ist dann halt ein Hobby.
Gut, Stefan, vielen, vielen Dank. Ich habe wieder zu dass danken. Du wieder dabei warst, uns kurz ein bisschen erklärt hast. Immer wieder gern. Wo es bei sowas drauf ankommt. Danke auch für das Lob, dass wir deine Empfehlungen umgesetzt haben, so gut wie wir das eben konnten. Und ja, wir geben ihn ungern her, aber wir drücken allen die Daumen. Bodo hat auch gerade so ein trauriges Gesicht gemacht hinter der Kamera. Wir haben ihn schon sehr lieb gewonnen, müssen wir sagen, aber wir freuen uns am Montag, den 21. dann einen Gewinner ziehen zu können und hoffentlich dann auch am Abend direkt mit dem Auto zu überraschen. Also dir nochmal vielen Dank. Immer bis wieder zum nächsten gern. Projekt. Ne? So soll es sein. Viel Glück und viel Spaß dem Gewinner mit dem wirklich schönen Auto in meinen Augen. Vielen Dank.